Hallo liebe Motorsportfreunde, ich möchte euch heute hier einmal ein paar Bilder von einem Motorrad zeigen, ein Rennmotorrad von der Auto-Union DKW ULD 500, Baujahr 1938. Es ist ein Zweizylinder-Doppelkolben-Zweitaktmotor, zwei getrennt stehende Ladepumpen, Walzendrehschieber-Einlasssteuerung, Vierganggetriebe. 500 Kubikleistung sind 30 kW, 40 PS. Masse 150 Kilo und Höchstgeschwindigkeit 180 km/h. Seht euch einfach die Bilder an und viel Spaß dabei. Wenn ihr etwas genauer sehen möchtet, drückt einfach die Pause-Taste und zoomt euch heran. Ich konnte nicht von allen Seiten fotografieren, sorry dafür. Seht euch aber trotzdem die Bilder bitte an.